So, ich würde jetzt gern ein paar Erfahrungsberichte hören lassen wollen, damit ihr hört, dass nicht ich da der Erfinder bin und dieser, die Dinge da so gut heißt und nennt, sondern ganz, ganz andere Menschen werden irgendwas erzählen jetzt. Der liebe Manfred, wenn ich dich bitten darf. Du bist schon unterwegs. Ah, die Waldrat, okay? Ich mache das jetzt seit vor Weihnachten angefangen. Und da habe ich es zuerst einmal sechs Tage hintereinander, dann habe ich 3 Tage ausgesetzt, dann habe ich wieder 6 Tage gemacht. Und dann habe ich wieder so eine Woche gewartet und dann habe ich es 2-mal in der Woche gemacht. Und ich mache das immer, dass ich. Ich habe immer Kokosöl und das stiche ich aus, ein kaltes Kokosöl, ein Stickel, und das füllen wir dann in den Darm ein und dann geht es gleich weiter. Das geht dann ganz einfach. Was für Ergebnisse oder was für Dinge sind bei dir gelöst worden? Ja, ich habe eine Glutenallergie und das muss ich sagen, ist auch besser geworden. Also ich kann jetzt schon wieder mehr so Weißes auch essen, Weißbrot und so. Oder Semmel hier ab und zu. Du hast immer verengte Halszustände gekriegt, wenn es sowas geht. Ja, ich habe das da drinnen, da, das hat ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wenn man das erklären soll. Nicht so abbrennen, so ein Brennen ist das. Nicht so abbrennen, einfach wie ein Feuer brennen. Mhm. Ja. Nein, das ist nicht Reflux, das habe ich auch gekannt, das habe ich vorher einmal gehabt. Aber das ist einfach so wie ein Feuer brennt das. Und das ist jetzt dann verschwunden, oder wie? Ja, das ist besser geworden, ja, muss ich sagen. Mhm. Okay, danke, Waltraud. Dazu möchte ich noch was sagen. Es gibt noch auch einen Mann, der seit 12 Jahren mit Sodbrennen zu tun hatte, der noch 6 Darmspülungen, und das ist jetzt der 4 Monate circa her, oder 5, nie mehr Sodbrennen gehabt hat. Wie kann das passieren? Genau. Schau, wenn der Darm sich ausweitet drinnen, drückt er irgendwo zu den anderen Organe. Der Darm, nur was vorher dazu, erinnert es mich, wo wir stehen geblieben sind, ein 120 Kilogramm schwerer Mann, eine erste Darmspülung, wie viel Kilo hat der verloren? Er hat sich vorher gewogen und nachher. Wer schätzt 1 Kilo, 2 Kilo, 10 Kilo? Wie viel? 5? 5 Kilo? 2? 3 Kilo, ja. 5,5 Kilo. Wirklich. Bei der ersten Spülung. Hat noch nie in seinem Leben eine gemacht. Vorher gewogen, nachher gewogen. Das kannst du ja machen. Du kannst natürlich auch mehr haben, wenn du eine Darmspülung machst und die nicht richtig machst oder zu kurz machst, dass sich diese Vergleisterung ansaugt, ja? Und das quillt auf und ist noch nicht losgegangen. Dann hast du einen halben Kilo mehr. Das ist bei mir oft so gewesen. Man denkt, habe ich mich gewogen, man denkt, witzig. Aber ich habe dann, ohne dass ich was getrunken habe, ohne dass ich was gegessen habe, die nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden richtig müssen urinieren gehen. Und dann habe ich gewusst, wo das Wasser hergekommen ist. Das Wasser hat sich wieder absorbiert über meine Blase. Das ist nicht hinten ausgegangen, sondern das hat der Darm schon aufgenommen, wieder hinein in die ganzen Gefäße und ist vorne rausgekommen. Wirklich, weißes Wasser ist dann rausgekommen. Nicht gelb, sondern weiß. Das ist schon eine Geschichte. Und das ist das Sodbrennen verschwinden. Also viele Dinge, alles kann ich fast sagen. Ich würde es nicht glauben. Ich bin da kein Heiler oder irgendwas. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der sich selbst einfach diese Chance gegeben hat, diese Schmerzen zu verlieren. Tut es einfach nachmachen. Ja? Wenn ich einer da wäre, der so dick bin oder so dick wäre, der krank ausschaut, ja, dann brauchst du mir nichts mehr glauben. Weil auf das habe ich immer geachtet bei den verschiedenen Vorträgen. Wenn da einer vorne steht und redet von Gesundheit und schaut so aus und hat so ein Gesicht, und ich bin auch nicht eingefallen, obwohl ich Vegetarier bin, musst du dir mal vorstellen, wo ist denn da der Hocken? Alle sagen, wenn du vegetarisch bist, dann wirst du irgendwie grunzlig und dann wirst du ganz ausdauert und aus und so weiter. Wo ist denn das bei mir? Meine Schwägerin, die hat 4 Krebse schon besiegt, weil der Krebs braucht ein Fleisch. Die isst ja circa 30 Jahre keinen Größernfleisch. Ja, genau. Ja. Wissen Sie, wenn Sie sehen, die wird 80, die wird geführt in Ungarn unten eine ganze Pension. Okay.
Der Mann ist jetzt gestorben, jetzt fühlt sich das allein mit der weiter. Ja, schön, ja. Das, und diese Frau müsste sie sehen, wenn ich das weiß, mit dem Foto, das glaubt sie 70. Wirklich war, ja, super. Ja. Na schön, ja, da freue ich mich. Ja, wirklich, das ist so toll. Die ist so wenig, weil sie gesagt hat, das und arbeitet so viel. Ja, genau so ist es. Die verbraucht man sie ja essen. Ja, genau so ist es. Und noch was Wichtiges, bitte, lasst euch nicht, oder kümmert euch heute darum, damit ihr nicht abhängig werdet von euren Kindern, die euch pflegen sollten im Alter. Wie kann sowas passieren? Ich werde mit 120 noch meine Reisen machen und mein Leben leben. Ja, die Pension werden sonst zahlen, schein, solange wir wollen. Ja, und so geht es. Und nicht das, was jetzt ist. Bitte, ich bin im Außendienst sicher 30 oder 40 Jahre unterwegs gewesen. Diese Rolltreppen oder die Rampen für die Rollstühle, ja, jede Woche mehr. Draußen auf dem Land, überall. Also ist das nicht traurig? Und da sitzen so vegetieren dort solche Leute dahin, die kaum noch mehr irgend sich bewegen können. Das darf nicht passieren. Mit der Möglichkeit kannst du das verhindern. Kümmert euch selber drum. Ja, helft noch den Jungen als Alter. Das ist möglich. Wirklich möglich. Ich sag's euch. Ja, da, ja, man braucht keine Angst haben. Dein Knoch kannst du ein bisschen kümmern im Internet. Darmspülungen hat es immer gegeben und wird es immer gegeben. Ja? Die Hydrocologie ist eine wunderbare Geschichte. Du musst das leisten können. Und dann Hydrocologie, du kannst im Spital gehen oder es gibt so verschiedene Stellen, wo du das zahlen mit 100 Euro, haben wir gerade gehört, kannst du einen Massagetisch auflegen, dann kriegst du ein Rohr rein, ich habe es einmal gemacht, 2 cm Durchmesser, das hältst du dann selber rein, ist nicht so angenehm, weil meins hat nur 8 mm, dann hältst du das selber rein und dann tut die Dame da oder der Herr, weil immer das ist den Bauch massieren. Ha? Ich habe es müssen halten, ja. Ich war in Wien, ich habe es müssen halten. Aber darf ich auch ein paar Worte dazu sagen? Ja, bitte, ja. Ich mache es seit 21. Jänner und es ist nicht nur einfach, es ist wirklich am Anfang sehr schwer zu sitzen, 5 solche Becher einzulassen, sehr mühsam und die erste Nacht habe ich fast gar nichts geschlafen, weil einfach mein Körper komplett durcheinander war, aber da habe ich gemerkt, es tut sich was. Genau. Also ich habe das noch schon gespürt. Ich habe jetzt 10 Tage das durchgemacht. Jetzt mache ich es jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Das ist, glaube ich, nicht eingeschaltet. Echt? Okay. Ich bin nicht krank oder sonst was, aber ich fühle mich sehr gut. Seitdem. Und es stinkt wirklich. Es ist so, es stinkt, aber ich esse auch alles. Ich bin eine Süße, ich esse mein Fleisch, ich esse weniger. Und das mit den 5 Kilo abnehmen, das ist also Boxing. Das habe ich nicht meine Erfahrung gemacht. Ja, das geht auch nicht so schnell. Ich habe da 3 Jahre gebraucht von 105 Kilo auf meine 76, 74 Kilo. Das geht von selber. Wenn da drinnen alles wieder funktioniert. Aber es ist die Ernährung, also du hast kein Hungergefühl. Ja, genau. Aber es ist wirklich am Anfang. Die 3/4 Stunde haben wir gedacht, die 4 schlafen ein. Es ist so schwer. Ich weiß nicht, was ich mir da alles antue. Also, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, gell? Also, du sprichst Arbeit. So positiv, aber es ist nicht einfach. Ja, genau. Heute noch so lang, es ist jetzt im Prinzip morgen ein Monat, ich fühle mich gut. Ja, das ist und eine kurze Zeit. Ja. Und ich kann wirklich gut schlafen jetzt da. Ich stehe gar nicht mehr in der Nacht auf. Habe auch kein Hungergefühl und es ist eine lässige Geschichte. Ich mache es jeden zweiten Tag und ich setze mich gern hin. Es ist, aber jetzt machst du schon gern. Jetzt mache ich es wirklich gern, aber die erste Zeit habe ich gedacht, Alter, von was hat denn der geredet? Aber es ist wirklich, man fühlt sich gut. Ja, sehr schön, danke. Nur das. Auch einmal nicht nur die positiven Seiten, sondern es ist wirklich am Anfang, ich habe Kopfweh gehabt, ich habe alles durchlebt. Nicht nur positiv, und aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm und ich fühle mich gut und ich kann ein paar Mal ausreisen. Dankeschön, ja, super, ja, danke. Ja, ja, danke. Bitte. Ja, bitte, ja. Ja, ich bin so ein bisschen anders angegangen.
Ich habe es auch 10-mal hintereinander gemacht. Ich habe es jetzt, also meine 5. Woche, weil ich habe es auch seit Mitte Jänner. Mhm. Habe zuerst meine 10 Tage gemacht, mhm, und habe dann aber nicht 3 Tage angeschaltet, sondern habe dann angefangen 14 Tage lang jeden zweiten Tag, mhm, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, habe ich keinen Gusto mehr gehabt. Ich habe keinen Gusto gehabt, ich habe keinen Hunger gehabt, ich bin am nächsten Tag im Büro gesessen und habe gedacht, klasse, ja, nur trunken. Ja. Und dann am zweiten Tag habe ich schon gemerkt, habe ich gedacht, nein, jeden zweiten Tag machen wir das, mhm, jetzt. Mhm. Jetzt, die letzten 14 Tage, habe ich das in der Woche einmal gemacht, aber man merkt schon, dass es dir abgeht. Mhm. Ich habe keinen Kopf mehr gehabt, mhm, ich bin die ganzen Blähungen los. Mhm. Also da ist Luft einmal gekommen und alles Mögliche. Und ich bin draufgekommen, auch wenn es mir jetzt nicht glaubt, ich habe sogar 10 Kübeln voll gemacht. Das macht, okay. Ja. Weil ich oft festgestellt habe, dass dann auf einmal, da denkst du bei 2 Kübeln, also beim 4., 5, nur mehr Wasser, nur mehr Wasser. Und auf einmal beim 6., 7. oder 8. auf einmal merkst du es umschneiden und dann kommt noch einmal eine Fuhr. Genau, so ist es. Ja. Und dann wollte die Fuhr halt auch noch loswerden, solange bis es wieder weiß ist, und dann habe ich halt immer, genau, einlassen. Und dann, ja, also zwischen 7 und 10 Mal, ja, mache ich das. Ich nehme mir die Zeit, deswegen mache ich es jetzt nicht mehr alle zweiten Tag, mhm, aber so in der Woche, 1-2 Mal, so wie es halt ausgeht, mhm, und dann sitze ich halt für 10 Kibbeln. Mhm. Ne? Mhm. Kopf habe ich auch keins mehr. Super. Und ja, mit dem Rest schauen wir mal. Ja, das kommt langsam, das ist ja die Zeit zu kurz. Das Gewicht kann ich euch versprechen, wenn du das regelmäßig, ja, das habe ich auch nicht gehabt, das muss, ja, ich auch wieder dazu sagen. Ja. Aber ich bin dafür leer. Also genau, da so ist am nächsten Tag schon. Ich meine, ich habe nie ein Problem gehabt mit dem Stuhl, das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ah, das fällt mir auch noch ein. Weil ja nur sehr viel Gemüse und Salate ist. Mhm. Es war dann oft, wenn ich am zweiten Mal gegangen bin, das war halt dann keine Wurst mehr. Das war halt dann auch schon so ein leichter Durchfall. Ja, genau. Und jetzt, seit ich das mache, gibt es nur Würste. Mhm, okay. Also das, ja, kann ich jetzt auch noch, ja, dazu sagen. Ja, das ist das, was ich in der, mhm, kurzen Zeit halt jetzt beobachtet habe. Okay. Ja. Und dann kann ich nur, ja, sagen, es zahlt sich wirklich aus. Auch wenn es anstrengend ist, und oft denke ich mir auch, wenn ich heimkomme, dann ach, jetzt noch. Aber du machst das dann, weil du dich am nächsten Tag wieder voll cool fühlst. Genau. Also nachher schon, wenn du das draußen hast, und am nächsten Tag sowieso. Genau, das ist. Danke dir. Sehr schön, danke. Und warum passiert das, wenn du jetzt noch mehr so Kübeln machst? Weil wenn wir da raufkommen und wie mehr das angeweicht wird und dieser Brei da drinnen oder die Verkleisterung sich löst, das ist, Zeitl geht nichts, und dann kommt wieder was. Und deshalb ist das eben, die Zeit ist einfach nötig. Ja, ja, so ist es, genau. Super, ja, ja, danke schön. Roswitha, bitte. Angefangen mit der Ernährung, und ich war ja am Anfang sehr, sehr kritisch. Aber bei deinem ersten Durchgang habe ich schon gemerkt, nach dem zweiten, dritten Kübel, aha, mein Kopf wird irgendwie frei, eigenartig. Und ich habe mich dann sehr genau beobachtet, und es ist dann immer, immer besser geworden, obwohl ich nicht Kopfweh gehabt habe. Aber es war irgendwie ein befreiendes Gefühl, und ich habe beim letzten Vortrag schon gesagt, also ich bin süchtig danach, muss ich ehrlich sagen. Und wir machen das nicht mehr jeden Tag, aber es ist 1-2 Mal, sogar 3 Mal in der Woche, dass man das Gefühl hat, na, aber jetzt gehe ich. Und jetzt mache ich das. Und es ist ein inneres Bedürfnis, oder es sagt der Körper an, du machst es jetzt. Und es ist dann jedes Mal eine Befreiung. Und sogar wenn so ein Anflug von Grippe war, habe ich mich hingesetzt und habe die Darmspülung gemacht, und es ist dann nie mehr eine richtige Grippe draus geworden, sondern am nächsten Tag war das dann besser. Nicht ganz weg, aber es, mhm, war besser. Mhm. Nach Weihnachten haben wir angefangen. Also ich weiß jetzt nicht genau, war das im vorigen Jahr noch oder knapp nach dem ersten, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich glaube nach Weihnachten, im alten Jahr noch. Ich glaube im alten Jahr, ja. Mhm. Okay. Und ja, also wir sind nach wie vor sehr, sehr begeistert und machen das natürlich auch weiter. Und ich empfehle das an jeden, und ich sage immer, es soll
jeder Haushalt müsste eigentlich sowas daheim haben. Die Nahrung haben wir nicht umgestellt. Wir leben schon fast 30 Jahre als Vegetarier und davon fast 10 Jahre vegan. Und gesund vegan und nicht Pudding-Veganer. Und ja, und trotzdem sieht man bei uns eigentlich positive Erfolge. Man fühlt sich besser, frischer. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Fangt es an. Und probiert es. Nur dann kann man drüber reden. Ja, genau, ist das so. Danke, was wieder. Ich möchte eine Kleinigkeit dazu fügen, was mir immer auffällt, das mit dem kein Papier mehr brauchen, das stimmt nicht ganz, weil man braucht ein Blatt, um zu kontrollieren, dass man keins braucht. Gell? Also, das ist nicht so ein Verdacht. Gell? Richtig, genau. Und was, wenn... Wenn Sie das dann einmal machen sollten, das ist mir nämlich auch passiert, bevor Sie den Schlauch von der Wasserleitung lösen, zuerst abdrehen die Wasserleitung. Gell? Weil das kommt immer wieder vor. Nicht? Das sind aber die witzigen Sachen. Nicht? Mhm. Aber meine Frau hat schon gesagt, dass wir eben 30 Jahre kein Fleisch mehr essen. Und mir tut es immer leid, dass das nie erwähnt wird, dass unser Darm so lang ist, dass er gar kein Fleisch haben dürfte. Weil wenn man die richtigen Fleischfresser im Naturreich anschaut, das sind Löwen, Tiger, Katzen, die haben alle einen extrem kurzen Darm, damit das Verweste relativ schnell draußen ist. Und wir haben aber einen relativ langen Darm, also die haben wir sowieso schon ein Problem, wenn wir Fleisch essen. Aber wir essen eh kein Fleisch und trotzdem kommt aber noch einiges, weil ich schaue dann immer mit der Taschenlampe, gell? Ob das jetzt klar ist, das Wasser oder nicht. Und das muss ich der Susi noch unterstützen. Das ist mir auch ein paar Mal passiert, dass ich gedacht habe, jetzt höre ich aber auf, weil jetzt habe ich schon einen sechsten Kiebel und das ist alles klar und rein. Und auf einmal kommt wirklich das so, wo man wirklich merkt, das ist ganz was Altes. Gell? Ja. Du merkst es dann, ja, irgendwie spürst du es und auf einmal... Ja, also es schneit fast ein bisschen um, ich habe das Gefühl, und dann kommt wieder so ein Schwung. Und dann was loslassen. Ja. Ja, danke, Manfred. Haben wir noch jemand? Haben wir, glaube ich, alle? Ich möchte nur dazu sagen, weil wir vorher gesagt haben oder gehört haben, für die Familie reicht in deinem Fall ein so ein Gerät und man wechselt nur die Schläuche. David, das ist ein steriles medizinisches Schlauch ist. Jeder hat sein eigenes, hat einmal so ein Gerät zu Hause und das kann ich abwechselnd ein ganzes Leben lang verwenden. Gut, dann bedanke ich mich fürs Kommen, fürs Zuhören und für das Interesse. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne wirklich irgendwas daraus macht und nachdenkt und niemals im Rollstuhl landet, niemals von anderen abhängig sein wird. Und damit er wirklich viele, viele, viele Jahrzehnte, wie der Dr. Norman Walker mit 116 Jahren, ist ein guter Ansatz, das Leben zu genießen. Danke vielmals und einen schönen Abend noch. Hinweis: Wird meine Darmflora durch Einläufe oder Darmspülungen negativ beeinflusst? Dr. Norman Walker antwortet: Viele Menschen, Mediziner wie Laien, glauben, dass Einläufe und Darmspülungen die Darmflora auswaschen sowie den Dickdarm seines Gleitmittels berauben. Diese Annahme ist jedoch völlig falsch und entbehrt jeder Grundlage. Wenn die feste Kottmasse im Darm zu Kottverkrustungen führt, ist es so gut wie unmöglich, dass die Dickdarmschleimhaut normal arbeitet. Da die Drüsen in der Schleimhaut den notwendigen Darmschleim, das Gleitmittel, nicht herstellen. Das fehlende Gleitmittel führt nun dazu, dass die Verstopfung immer schlimmer wird und sich eine Toxämie entwickelt. Die Fäkalkröste stört oder verhindert sogar die Ausbreitung des Dickdarmgleitmittels. Die Entstehung peristaltischer Wellenbewegungen, die für die Ausscheidung erforderlich sind, und die Absorption und Verwertung der Nährstoffe, die sich noch in den restlichen Abfallstoffen befinden,
die vom Dünndarm in den Dickdarm gelangen. Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um zu erkennen, dass der klebrige Zustand des Kotes im Dickdarm leicht an der Innenseite der Darmwand einen Überzug bilden kann, der in seiner Beschaffenheit einer Kleisterschicht ähnelt. Es ist ebenso offensichtlich, dass ein solcher Überzug, der die normale Funktion des Dickdarms unmöglich macht, heimtückische Auswirkungen hat. Er führt zu einem permanenten Vergiftungszustand. Welche Schäden kann eine Dickdarmreinigung reparieren? Die Liste der Krankheiten scheint endlos zu sein und es kommen fast täglich neue Krankheiten hinzu. Die Stiefeldarmspülung ist ein Selbsthilfeprogramm und ist die Basis zur erfolgreichen Reparatur, sprich Selbstheilung, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Körper repariert sich selbst. Folglich ist es sinnvoll, auch die Ernährung anzupassen. Zusammenfassend: Wenn du deinen Körper natürlich durch Darmspülungen von sauer auf basisch veränderst, verändert sich die Energie positiv. Dadurch können Krankheiten verschwinden und es kann zu einer natürlichen Schmerzreduktion kommen. Dadurch kann ein natürliches Abnehmen möglich werden, sowie ein natürlich flacherer Bauch kann das Ergebnis sein und vieles, vieles mehr. Der Gesundungsprozess setzt sich selbst in Gang, sowie eine natürliche geistige Weiterentwicklung kann das Resultat sein. Eine natürliche Zellverjüngung kann eintreten und es kann in Kombination mit dem natürlichen Sonnenlicht ein längeres Leben durch eine natürliche Vitamin D-Produktion möglich werden. Was ist so besonders an der Stiefel Darmwellness? Die Darmwellness von Stiefel ist eine professionelle Darmreinigung für eine unkomplizierte Anwendung zu Hause. Das Gerät leitet automatisch die nötige Flüssigkeit, in dem Fall Wasser, während der gesamten Anwendung in den Dickdarm und ermöglicht ein gleichzeitiges automatisches Abfließen der Wasserexkrementenmischung durch die Abflussöffnung in die Toilette. Ein Hüftgurt hält die anatomisch geformte Vorrichtung mit ihren abdichtenden Wülsten um den Analeingang, Ausgang und am Gesäß während der gesamten Anwendung. Somit kann eine sehr effiziente Dickdarmreinigung zeitunabhängig gewährleistet werden. Die Darmwellness von Stiefel hilft Ihnen, Ihr Wohlbefinden schonend, wohldosiert sowie chemiefrei wieder zu gewinnen und zu stabilisieren. Welchen Vorteil bietet die Darmwellness von Stiefel gegenüber herkömmlichen Einlaufmethoden? Die Darmwellness von Stiefel wird bequem zu Hause auf Ihrer eigenen Toilette sitzend und stehend durchgeführt. Die Darmwellness von Stiefel ist kein Einlauf im herkömmlichen Sinn, sondern eine effiziente Darmreinigung. Diese konnte bisher lediglich verbunden mit hohen Kosten und großem Zeitaufwand durchgeführt werden. Eine 60-minütige Hydrocologne kostet im Durchschnitt ca. 100 Euro. Und wenn man bedenkt, dass ca. 100 Spülungen nötig sind, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen, so kostet dir die Stiefel-Bauchwellness-Selbsthilfemethode einen Bruchteil davon. Durch die Darmspülungsvorrichtung von Stiefel kann eine Darmreinigungsmethode angewendet werden, bei der bis zu 70 bis 80 Liter oder auch mehr Flüssigkeit, in dem Fall Wasser, pro Anwendung zum Einsatz kommen. Dies bedeutet wiederum, dass mit der großen Menge, dem Vergleich zu einem Bechereinlauf, eine effektivere Wirkung erreicht werden kann. Dies beweist auch Dr. Norman Walker. Dr. Walker hat in seinen Büchern von 120 Liter pro Stunde geschrieben. Dank der ausgeklügelten Darmspülungsvorrichtung von Stiefel fließt während der Wasserexkrementenmischung-Ausscheidung das Wasser durch den Einlaufschlauch weiterhin in den Dickdarm, löst Ablagerungen, bis man das Gefühl hat, dass der Dickdarm gereinigt ist und oder der zu lösende Schmerz, zum Beispiel Kopfweh, Müdigkeit,
etc. nachlässt bzw. verschwindet. Sie brauchen bei der Darmspülungsvorrichtung von Stiefeln nicht Ihre Hände und Finger dauernd in Nähe der Exkrementenausscheidung bringen, um den Einlaufschlauch zu halten etc. Ihre Hände oder Finger haben eine besondere Aufgabe. Sie massieren während der Anwendung Ihren eigenen Bauch. Sie konzentrieren sich ganz auf sich selbst. Weitere Anwendungshinweise. Wie viele Spülungen haben Sinn? Ein guter Richtwert ist ca. 100 Spülungen auf ein Jahr verteilt gesehen. Die Häufigkeit der Anwendungen ist jedem selbst nach Gefühl überlassen. Ein Richtwert durch Erfahrungen hat ergeben, 5 Tage je eine Spülung und 3 bis 5 Tage Pause. Oder auch 10 Tage je eine Spülung und 3 bis 10 Tage Pause. Dein Körper ist dein Richtwert. Spüre in deinen Körper hinein. Wann ist eine Spülung am wirksamsten? Nach der Morgentoilette. Bei Spülungen, die bei Tag oder am Abend durchgeführt werden, ist es wichtig, 5 Stunden Abstand vom Essen, Beispiel. Um 12 Uhr wurde das Mittagessen gegessen, um 17 Uhr kannst du nun eine Spülung vornehmen. Ein Einlauf kann jedoch nach dem Essen auch nach 1 bis 2 Stunden schon gemacht werden. Nach der Spülung kann gerne gegessen werden, wenn Hunger vorhanden ist. Muss ich immer Spülungen machen? Wenn sich dein Körper sich selbst repariert hat, weil deine Jauchengrube entfernt wurde, deine Blähungen nicht mehr stinken, deine Müdigkeit und andere Symptome weg sind, nein. Je nachdem, was du isst. Dein Körper ist dein Richtwert. 1 bis 2 Mal pro Monat oder Jahr oder öfter oder auch weniger, dein Körper wird es dir sagen, hängt auch vom Essen ab. Wie lange kann so eine Selbstreparatur dauern? Bis zu 7 Jahre. In dieser Zeit sind alle Atome vollständig ausgewechselt, vorausgesetzt eine lebenserhaltende, aus der Schöpfung stammende Nahrung war und ist deine Nahrung. Wer darf Darmspülungen nicht machen? Schwangere und Menschen, die frisch operiert wurden. Wurdest du operiert oder hast du Zweifel, dann frag einfach deinen Arzt. Haftungshinweis. Der Verein Stiefel, Steirische Ideen fürs Leben, die Vereinspräsidenten, die Verfasser geben keine direkten oder indirekten medizinischen Ratschläge, verordnen auch keine Diät oder Anwendung ohne medizinische Beratung als Behandlungsform für Krankheiten. Ernährungsfachleute und andere Expertinnen auf dem Gebiet der Gesundheit und Ernährung vertreten unterschiedliche Meinungen. Es liegt nicht in der Absicht des Vereines und seiner Präsidenten, Diagnosen zu stellen oder Verordnungen zu erteilen. Ziel des Vereins ist lediglich, Informationen aus dem Gesundheitsbereich anzubieten und die Zusammenarbeit mit ihrer Ärztin, ihrem Arzt bei dem Streben nach Gesundheit zu unterstützen. Wenn Sie die vorliegenden Informationen ohne vorherige Konsultation einer Ärztin, eines Arztes anwenden, so verordnen Sie sich eine Selbstbehandlung, ein Recht, das Ihnen zusteht. Der Verein Stiefel und seine Präsidenten übernehmen jedoch keine Verantwortung. Wo und wie kann ich bestellen? Beim www.dahannes.com Online-Shop. 2 Vereine, Stiefel und Dahannes, haben ein gemeinsames Ziel: den Mitgliedern die Projekte zum günstigen Preis zu vermitteln. Der Verein Stiefel hat die Projekte und beteiligt seine Mitglieder am Weltabsatz. Der Verein Dahannes ist eine große Einkaufsgemeinschaft und unterhält Kooperationen mit anderen Gesellschaften und Vereinen. Durch den gemeinsamen Einkauf ergeben sich Vergünstigungen. Der Verein Dahannes hat die Software, um diese Vergünstigungen zu verteilen. Welche Bestellmöglichkeiten habe ich nun? Ich bestelle mir die Darmwellness von Stiefel mit dem Forschungsbeitrag Plus und oder Forschungsbeitrag Plus 1. Siehe Online-Shop bei www.dahannes.com.
und habe keine weiteren Ausgaben. Zweitens, ich möchte Projekte im Shop günstiger erwerben und eine lebenslange Absatzbeteiligung beim Verein Stiefel erhalten. Dann muss ich, Punkt 3, im der Hannes Shop zuerst den Mitgliedsbeitrag Euro 40 an der Hannes und den Premium-Forschungsmitgliedsbeitrag Euro 90 an Stiefel wählen und in den Warenkorb legen und diesen Gesamtbetrag von Euro 130 im Shop abschließen und bezahlen. Viertens, jetzt kann ich vergünstigt Projekte im Shop erwerben und lebenslange Absatzbeteiligung beim Verein Stiefel erhalten. Fünftens, unterstützen kann ich durch Weiterempfehlung dieses Konzeptes auch anderen Menschen diese tollen Vorteile in deren Händen legen. Ein tolles System, das durch Gemeinschaft punktet. Wir freuen uns und wünschen schon jetzt beste Gesundheit. Euer Präsident Franz Josef.